Ich glaube, gestern war es ein ganz, ganz schwieriges Spiel. Freiburg ist richtig gut gestanden, hat richtig gut gegen den Ball gespielt. Wir hatten wenig Platz, wenig Räume, konnten auch nicht unbedingt immer richtig schnell umschalten. Aber ich glaube, auch wir haben richtig gut gegen den Ball gespielt. Und für uns war es natürlich erfreulich, dass wir nach dem 1-0 dann nochmal zurückkommen ins Spiel und am Schluss auch noch die Chance haben, das Ding zu gewinnen. Sehr gut war es über 80, 85 Minuten eine stabile Leistung von uns war und auch eine gute Reaktion nach dem Rückstand. Die einzig schlechtere Phase, die wir hatten, war direkt nach dem Gegentor, das aus einer Unachtsamkeit rausfällt. Da waren wir 5, 6 Minuten nicht da und da hätte das Spiel auch entschieden werden können von Freiburg. Aber wir haben davor und danach auch eine gute Leistung abgeliefert. Ja, wir haben dann schon am Schluss nochmal dran geglaubt, klar. Auch ich wurde dann ausgewechselt auf der Bank, hat man dann gespürt, dass Toni und mit Schippo einfach nochmal richtig Wucht dazu kam und da war dann schon noch die eine oder andere Möglichkeit da, ja klar. Ich glaube, dass wir jetzt schon eine gute Reaktion gezeigt haben im Spiel gegen Hamburg und auch gestern. Wir haben eine ganz gute Ordnung so gefunden auf dem Platz, auch wenn wir daraus natürlich noch mehr Umschaltaktionen wieder raushaben wollen. Die fehlen mir momentan so ein bisschen, aber für das, was wir aktuell erzielen wollten, sind wir schon sehr im Plan, würde ich sagen, was das Spiel auf dem Platz angeht. Ich glaube, dass wir am Mittwoch alles reinhauen müssen, um gegen Wolfsburg zu bestehen. Aber ich glaube, die Möglichkeit ist da, wenn wir genau da weitermachen, wo wir jetzt in den letzten zwei Spielen aufgehört haben, haben wir die Möglichkeit, auch da zu bestehen. Wir freuen uns natürlich unglaublich auf diese Partie. Das ist ganz klar. Das ist für uns eine tolle Chance, ja, ein Viertelfinale DFB-Pokal zu Hause zu spielen. Wir werden uns da sehr, sehr gut vorbereiten auf diese Partie und wollen alles dran setzen, dass wir da eine Runde weiterkommen. Ich glaube, wichtig ist, dass wir einfach sehen, dass wir kompakt miteinander verteidigen können und dass uns auch gestern wieder richtig gut gelungen ist. Wir freuen uns auf Mittwoch auf jeden Fall und dann sehen wir mal, was drin ist.